Also es hat quasi schon angefangen, indem die Eltern sehr naturverbunden sind. Hat es dann halt bei mir noch der erste Lehrer uns ein bisschen dick ausgelesen. Und ja, durch das bin ich dann eigentlich bald einmal durch andere Leute und das Nachfragen auf die Bonsai-Geschichte gekommen, dass das halt so ein bisschen sehr eine schwierige Sache ist. Und ich habe gerne Challenges, die ich bewältige. Und durch das bin ich halt auf das schöne Hobby gekommen. Also die Herausforderungen sind sicher auf einmal Pflanzenkenntnis. Das ist eines der wichtigsten Punkte, die man garantiert haben muss. Weil es ist die einzige Arbeit in Sachen Pflanzen, wo man halt das Wurzelwerk auch bearbeiten muss. Das heisst, man kann den eigenen Charakter reinbringen. Es ist kreativ natürlich. Das Ziel ist, dass man das Wasserverhältnis mit den Bäumen aufrechterhalten, durch das, wo man halt das Wurzelwerk und das Kriehen oberirdisch bearbeitet. Weil das ist so wie das gleiche System wie mit uns Menschen. Haben wir ein gutes Immunsystem. Indem wir passend Nahrung und Wasser haben, ist das mit den Pflanzen genau das gleiche. Und sonst findet halt einfach die gesundheitlichen Probleme an. Das halt der passende Sorte Pflanzen zu bieten, ist so ein bisschen die größte Challenge, damit er einfach gesund und vital bleibt. Ja. Man schaut eigentlich viel also mit jungen Bäumen, wo man jetzt unsere Baumschule nimmt oder so, tut man eigentlich immer lieber, dass man so plus minus ein bisschen ältere Bäume kann imitieren, mit halt euch gestalten und ein bisschen Formgebung geben. Und so wie es halt ich jetzt mache, mit einem Haufen älteren Bäumen ausgraben, wo quasi die Natur schon ihre Geschichte erzählt, ist halt so das Interessanteste von mal für mich auf jeden Fall. Das ist, aber das Ziel ist eigentlich immer, dass man mit einem jungen Bäumen einen schönen alten probiert zu imitieren.